Was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Reaktionsepisode. Heute gucken wir uns das Video vom KuchenTV an, die ekelhaften Lügennetze von Shoyoka. Ich sag euch ehrlich, Digga, es ist schon lustig, Mann. Es ist schon echt unterhaltsam, Junge. Es ist wirklich unterhaltsam. Es ist so für mich so das neue RTL-Familien-Brennpunkt, Mann. Ey, wir gehen rein. Ich bin gespannt, was Shoyoka zu sagen hat. Jo, Freunde der Lügen. Shoyoka hat in 2 Streams mal wieder super lange über uns geredet, gelogen, Ich weiß nur, dass er gebannt wurde auf Twitch wegen Shoyoka. Und einfach nur Müll erzählt. Und aus dem Grund bin ich jetzt auch einfach auf Twitch gesperrt. Sie hat nämlich gefühlt 500 Tweets gemacht, wo sie Twitch markiert hat, nachdem sie mich schon meldete, was jetzt dafür gesorgt hat, dass Twitch anscheinend erstmal eingebrochen ist und mich von der Plattform gesperrt hat. Ist ja auch die deutlich bessere Möglichkeit, als selbstkritisch zu seinen Fehlern zu stehen. Nachdem ich auf Twitch gesperrt worden bin, habe ich natürlich angefangen, bei YouTube zu streamen. Auch das hat Shoyoka nicht ganz so gut gefallen, weswegen sie in den nächsten Tweets... Das habe ich auch mitbekommen, ja. Genau. Da hat die wieder versucht, auf Twitter das Gleiche nochmal zu machen, nur indem sie halt @YouTube Creators markiert. Digga, also wirklich, man kann auch wirklich so krass übertreiben. Der Scheiß hat 3.900 Likes. Direkt YouTube markiert hat, in der Hoffnung, dass die mich da anscheinend auch die Plattform. Überlegt mal, wie krank das einfach ist. Das, meine Freunde, ist die Cancel Culture. Ich gehe natürlich rechtlich dagegen vor. Bis ich entsperrt bin, streame ich allerdings auf KuchenTV Uncut. Also wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeigucken. Wie krank Shoyoka momentan unterwegs ist, sieht man unter anderem auch an folgendem Post. Da stellt sie nämlich die Frage, ob Monte sie klatschen möchte, weil dieser im Stream geschrieben hat. Auszug zu einem Stream heute. Werde ich dann privat geklatscht oder wie ist der Plan? Da lass du doch mal privat reden und uns die Hände reichen. Lass uns doch mal privat reden und uns die Hände reichen. Ja, das... Hä? Was hat das mit Klatschen zu tun? Das ist offensichtlich eine Androhung von Gewalt. Da geht es nicht darum, privat zu sprechen und sich die Hände zu reichen, also sich zu vertragen, sondern offensichtlich möchte er dich schlagen. Habe ich auch so verstanden. Auf jeden Fall kommen diese Woche jetzt 2 Videos... Digga, was? Hä? Real Talk, ich habe es gerade auch so verstanden, mit Hände reichen vertragen. WTF. Zu Shoyoka, weil sie halt auch in 2 Streams über mich gesprochen hat. Hier kümmern wir uns mal um den ersten Stream. Und das Beste ist, sie stellt folgende Frage. Dass mir konkret gesagt wird, ein konkretes Beispiel dafür gegeben wird, wo ich denn was Falsches Digga, gesagt habe. Digga, es ist so schlimm, Digga. Es ist so schlimm, wenn... Ich will es jetzt aufs Allgemeine beziehen, nicht, dass ich hier irgendjemand beleidige. Es ist halt so schlimm, Digga, wenn dumme Menschen Reichweite bekommen. Es ist wirklich, also vor allem, du kannst halt auch nichts machen, ne? Du kannst halt auch wirklich jetzt nichts machen. Okay, du möchtest also wissen, was du alles so falsch gemacht hast. Naja, dann können wir ja direkt mal starten, oder? Könnt ihr euch erinnern, als eine andere Influencerin auf der Gamescom erzählt hat, dass sie belästigt wurde und von Sex... Phoebe, guck mal, ganz kurz. Alles hat damit angefangen, dass sie unverdient den Gaming-Preis gewonnen hat. Es geht sogar so weit, dass KuchenTV auf Twitch gesperrt wird. Der Belästigung gesprochen hat? Ja, Phoebe war das, ja. Ratet mal, welche männlichen Influencer unter ihren Beiträgen gekämpft haben und versucht haben, sie über Tage dazu zu nötigen, den Namen öffentlich zu machen von dem Typen, der sie sexuell belästigt hat. Damit meint sie diesen Tweet hier von Phoebe, wo sie... Ja. Auf der Gamescom gepostet hat, dass sie sexuell belästigt worden ist. Und wir können ja einfach mal gucken, was ich dazu geschrieben habe. Er gibt Name, ich kläre das. Es werden Karrieren beendet und Ehre entwendet. Dir aber alles Gute, sowas geht gar nicht. Digga, das kann nicht wahr sein, Digga. Das kann nicht wahr sein. Ja, nee, KuchenTV hat auf jeden Fall gecampt, Digga, und hat sie über Tage hinweg belästigt. Bro. Das bedeutet für Shoyoka, darunter campen und sie nötigen, den Namen zu verraten. Da kein anderer Influencer, mit dem sie momentan irgendwie im Streit ist, darunter kommentiert hat und das auch die einzige Antwort war, die ich überhaupt darunter gegeben habe, kann sie halt nur diesen Tweet gemeint haben. Überleg mal, wie krass sie da irgendwas reininterpretiert, um negativ gegen mich reden zu können. Aber wie findet das Shoyoka eigentlich, wenn sie aus dem Kontext geschnitten wird? Weil teilweise einfach Sätze genommen wurden und anders zusammengeschnitten wurden oder aus komplett anderem Kontext genommen wurden und sich die Person einfach hingestellt hat und behauptet hat, ich würde über sie reden, obwohl es halt nicht der Fall war. Und die Leute glauben es. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Aber wenn bei mir einfach irgendwie gelogen wird, weil ein Tweet bedeutet ja campen und ich hätte sie dazu genötigt, ja, dann ist das natürlich wieder... Nee, also das sehe ich auf jeden Fall auch so, Digga. Der hat sie genötigt, ja. Der hat sie auf jeden Fall genötigt. Absolut in Ordnung. Macht Sinn, ja? Genauso das hier. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jemand so obsessiv... Digga, wieso hat die 4.800 Subs? ...mir sein kann,
dass er einfach ein Jahr lang Videos zu mir macht, alle drei Wochen, und sein ganzes Leben nach mir abstimmt. Ja, Digga, weißt du, auch kein Wunder, weißt du, das ist auch kein Wunder, wenn von ihr mäßig Scheiße aus ihrem Mund kommt, sage ich mal, natürlich geht dann KuchenTV darauf ein, und KuchenTV ist ja auch nicht dumm, Digga, KuchenTV macht ja damit auch einen Haufen Geld. Also versteh mich nicht falsch, weißt du, wie ich meine? Der hat ja auch einfach das Recht, sich zu rechtfertigen und einfach Sachen klarzustellen. Und der weiß ja auch, okay, ganz genau, Digga, schmeckt. So eine Fixierung auf eine Frau hat, mit der er nichts Fixierung auf eine Frau, zu tun hat und nie zu tun haben wird. Also was hat das Ganze damit zu tun, dass du eine Frau bist? Ja, ich verstehe es halt nach 11 Monaten immer noch nicht. Und sie kann mir das Ganze auch nicht erklären. Dazu bin ich auch nicht obsessiv zu dir. Bruder, ich mache einfach Videos zu Themen, die sich aktuell gut klicken. Und diese... Genau das, was ich gesagt habe. Woke-Bubble-Thematik hat schon immer gute Aufrufe gegeben. Und natürlich nehme ich dann die Vorlagen mit, die ich mitnehmen kann. Egal ob Young Feldsalat, Dara oder halt eine Shoyoka. Genau das gleiche, was ich jetzt mit Shoyoka mache, habe ich auch damals über Marcellus Wallace gemacht. Das war komischerweise aber kein Problem. Ist ja aber auch ein weißer heterosexueller Cis-Mann, ne? Inwiefern ich mein ganzes Leben nach dir richte, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Denn ich habe seitdem genauso viele Videos in genau dem gleichen Abstand gemacht wie vorher. Und ich habe Die tut so, als würde er jedes Video über sie drehen. Also klar, ich gucke auch nicht jedes Video von ihm, so ein paar Videos schaue ich mir gerne an, aber der dreht doch ganz normal seine Videos weiter. Also keine Ahnung, versteht ihr, was ich meine? Ich find's lächerlich, ich sag euch ehrlich, ich find's einfach nur lächerlich. Ich find's lustig, Digga, es ist so ein bisschen wie RTL, wie RTL Familienbrennpunkt, wie ich schon gesagt habe, aber... Es ist so dumm. Es ist auch gut für KuchenTV. Er macht Moneten so. Ja, okay, es ist nicht gut für ihn. Er wird auf Twitch gesperrt. Aber es ist so dumm eigentlich. Ich habe in den letzten 6 Monaten genau 2 Streams von dir geguckt. Und das war diese Woche, als du 2-mal über mich gesprochen hast. Also, 3 Lügen in einer einzigen Aussage, Shoyoka. Aber du willst ja sowieso auf Kritik eingehen. Also, kommt dir das ja eigentlich ganz recht, oder nicht? Welcher andere Influencer wurde 11 Monate lang angefeindet, weil er einen Preis gewonnen hat? Woher nimmst du die Info, es würde über den Preis gehen? Bruder, ich habe das genau in einem Cake News erwähnt und in einem Video zu Dekadent. Seitdem interessiert sich wirklich niemand mehr für diesen Preis. Auch das interpretiert sie einfach rein, damit sie gar nicht erst auf Kritik eingehen muss, sondern einfach irgendeinen dummen Grund vorschieben kann. Und auch das ist eine Lüge, Shoyoka. Aber wenn du das so genau weißt, dann kannst du es uns ja einfach mal belegen. Wo über mich gemault wird und die Kommentare darunter voll sind mit, oh mein Gott, die gehört vergewaltigt, die braucht mal einen Schwanz. Ja, okay. Hat mal getötet. Und weißt du, worum es in dem Video geht? Um 2 andere Leute. Auch das ist halt einfach nachweislich gelogen. Ich habe in meiner YouTube-Kommentarsektion einfach mal nach den Wörtern Vergenusswürzelung und die Einzahl von Cocktail gesucht. Und es gibt halt wirklich keinen einzigen Kommentar, wo sowas jemand über Shoyoka geschrieben hat. Gut, das gebe ich zu. Ich kann jetzt natürlich keine 10.000 Kommentare oder sowas durchgehen. Aber das kommt nicht in einer Häufigkeit vor, die du hier beschrieben hast. Mag sein, dass das mal irgendein Idiot gepostet hat. Aber auch das nutzt sie wieder, um sich vor der Kritik zu entziehen, weil sie dann sagt, kann, boah, die hetzen ja alle so mies in den Kommentaren gegen mich, da muss ich gar nicht drauf eingehen. Aber wenn das so oft unter den Kommentaren passiert, dann guck doch mal live im Stream unter die Kommentare, ich habe auch nichts gelöscht oder entfernt, und dann zeigt die uns doch einfach mal, ist doch einfach, oder nicht? Es wurde nicht nur monatelang über meinen Ausschnitt gesprochen, der besagte journalistische YouTuber hat auch einen Haufen Clips, wo er einfach nur mit der Maus in meinen... Ja, aber wer redet denn über ihren Ausschnitt? Also verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt auch nicht in jeder Thematik drin, ne? Ich habe nicht jedes Video dazu angeguckt, also einfach mal hin und wieder mal so ein Video darüber angeguckt. Ich glaube, der einzige Punkt, worüber es über ihren Ausschnitt ging mit dieser, also war über diese Skuros-Thematik, so dass er angeblich so extra in diesen Ausschnitt reingefilmt hätte, was aber auch gar keinen Sinn macht. KP, Bruder, ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Bis meine Nippel fängt in seinem Livestream und Witze darüber macht, dass man meine Nippel durch mein T-Shirt durchsieht.
Ja, aber es hat nichts mit Antifeminismus oder mit Frauen. Aber was ist das eigentlich für ein Lied im Hintergrund? Da läuft einfach so Dubstep. Was zu tun? Nein. Einen Haufen Clips, Shoyoka. Nein, auch das ist nachweislich eine Lüge. Es gibt genau einen Clip, wo ich das mal aus Spaß gemacht habe. Das war in irgendeiner Reaction, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gefunden. Mich würde echt interessieren, wie du auf einen Haufen Clips kommst, weil ich das nur ein einziges Mal in meinem gesamten Leben gemacht habe. Ja, okay, ob das jetzt so sinnvoll war, das zu machen. Ich mache auch viel Scheiße, so... Sei mal so dahingestellt, aber... habe. Aber auch hier wieder, Shoyoka. Du wirst ja wahrscheinlich sagen, dass es ja gar nicht gelogen ist. Deswegen zeig uns doch diese Haufen Clips einfach mal. Im Stream hat sie auch gesagt... Wir fängt an, so Montage zu machen. Dass sie sich mit Edit. Jeden Tweet, jeden Clip und alles speichert. Das heißt, es müsste ja irgendeinen Ordner geben, wo diese Haufen Clips drinne sind. Wäre ja easy, wenn du die zumindest mal bei Twitter postest, weil ich würde die tatsächlich auch sehr gerne mal sehen. Also, dass ich das gemacht habe, nicht deine Nippel. Stundenlang im Stream darüber zu fantasieren, ob ich attraktiv genug bin, um mit mir zu schlafen, ist misogyn. Stundenlang haben wir... Misogyn? Sorry, ich bin... Also... Was? Also darüber geredet, ob du attraktiv bist. Okay, dann gucken wir uns diese ganze Stunde jetzt mal an. Ich finde, sie ist eine gut aussehende junge Frau, aber Charakter macht auch hübsch oder nicht hübsch, attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, dass ihr... Also... Da knallt's charakterlich aus allen Ecken und Kanten. Ja, aber das ist doch ganz anders. Also das wurde ja ganz anders gesagt. Da geht's ja nicht darum, so, ja, Mann, ich hab voll Bock, mit der zu pennen, weißt du so. Das wurde doch gerade ganz anders. Das wurde komplett aus dem Kontext rausgezogen. Das Ganze war halt original. What the fuck? Und da ging's auch nicht mal darum, über pennen oder so, weißt du, wie ich mein? Sekunden bei Monte. Und in meiner Reaction ging das Ganze dann vielleicht eine Minute oder sowas. Und ich lasse hier auch nicht zählen, dass man sagt, naja, komm Tim, dir ist doch klar, dass das umgangssprachlich halt so gesagt wird. Denn sie übertreibt hier absichtlich. 20 Sekunden oder Stunden lang ist ein riesengroßer Unterschied. Und auch das nutzt sie wieder, weil sie sich an irgendwelche kleinen Strohhalme klammert, in der Hoffnung sagen zu können, ja, guck mal, die waren hier aber in den 3 Sekunden ganz doof, aber das ging doch eigentlich eine Stunde, deswegen, ich krieg gar keine vernünftige Kritik. Also ist auch das nachweislich gelogen. Und wenn das nicht gelogen ist, lustig. Wie gesagt, Shoyoka, dann gerne zerstör mich in einem Antwortvideo. Wenn sie mit mir redet, höre ich auf, Videos über macht sie... Macht die überhaupt irgendwelche Videos, Digga, die streamt doch nur. ...zu machen, aber wenn sie sich weigert, kommen noch... Das wäre mir so anstrengend, Digga, das wäre mir so anstrengend, in Kuchen-TV-Situationen jedes Mal Videos darüber zu machen, wo die halt wirklich 2 Stunden sitzt und streamt und darüber halt diskutiert. 20 Videos? Das ist die Narrative, die da spielt. Es geht um Kontrolle. Es geht um Macht. Menschen, die reaktionären Content machen in der Szene, haben versucht, mich dazu zu zwingen, mit ihnen in private Gespräche zu bekommen, zu gehen, um Kontrolle und Macht über eine Frau auszuüben, an die sie sonst nicht ran... Hä? ...kommen. Und es wurde ganz klar kommuniziert, wenn ich mit ihnen privat rede, hören sie auf. Und wenn ich es nicht tue, dann machen sie weiter. Hä? Also wieder die Frage, was hat das damit zu tun, dass du eine Frau bist? Und ich will jetzt natürlich nicht angeben, aber ich habe bei Tinder über 700 Likes. Also an Frauen mangelt es mir nicht. Na gut, wenn man die Fetten abzieht, sind es halt noch 2, aber das... Digga, Junge. Also komme ich an Frauen wie dich ran. Okay, nein, das ist natürlich auch gelogen. Alle diese 700 Likes haben deutlich besseren Charakter als du. Wenn wir doch angeblich alles aus dem Zusammenhang reißen und überall lügen oder irgendwas hinzufügen, was eine Shoyoka hier ja nachweisbar noch gar nicht gemacht hat, dann verstehe ich trotzdem nicht, warum man sich nicht einfach privat hinsetzen kann, um das Ganze zu klären. Offensichtlich sind doch dann die Fronten... Warum ist es dann wieder so? Also das habe ich auch nicht verstanden. Also man kann sich klar, ich sag mal so allgemein, Beef klickt sich ja immer ganz gut so, aber wenn man das ja privat klären möchte, dann heißt es ja nicht, dass jetzt jemand Macht ergreift. Bruder, ich schwöre, ich habe die Hälfte nicht verstanden. Was ist denn das schon wieder? Explizit Macht übergreifen, red doch Deutsch, what the fuck? Einfach verhärtet, man redet aneinander vorbei und um wieder eine normale Basis zu haben, könnte man doch einfach mal miteinander reden. Aber nein, dann müsste nämlich Shoyoka ihre Opferrolle verlassen, müsste nämlich dann auch Fehler zugeben, weil sie nicht einfach irgendwas aus dem Zusammenhang reißen kann. Und das ist natürlich das Schlimmste, was sich eine Shoyoka so vorstellen kann. Die lebt wirklich so krass in ihrer eigenen Welt, ne? Es ist unfassbar, Alter. Aber wie ist das denn, wenn andere mit ihr nicht reden wollen? Du hast doch sogar mal in einem Chat angeboten, mit einer Person zu reden, die das da nicht wollte, oder? Es wird also nicht nur nicht gefragt, sondern auch das Angebot abgelehnt. Ja, ich werde ja auch geghostet.
Ach so, ja, da ist es. Was? Ja, aber keine Ahnung. Natürlich. Mit wem wollten Sie jetzt reden? Komplett schlimm, wenn man irgendwie geghostet wird und man möchte kein Gespräch mit ihr. Aber andersrum ist das natürlich komplett normal. Willst du noch mehr lügen? Habe ich parat. Diese Kampagne gab es, weil ich einen Computerspielpreis gewonnen habe und weil ich über J.K. Rowling und Transfeindlichkeit gesprochen habe. Das hatte überhaupt gar nichts mit den Leuten zu tun, um die es geht. Es gab 10 Videos zu meiner Person, bevor ich das erste Mal reagiert habe. Auch das ist Nachweis. Sie hat doch ihren Preis gewonnen, weil sie Hogwarts Legacy gespielt hat, oder? Ich eine Lüge. Ich habe ein Video zu Gronkh gemacht, wo auch Shuyoka drin vorgekommen ist. Danach kamen die beiden Videos zum Parabelritter und Hogwarts Legacy. Und das vierte Video war bereits das, wo du auf Kanzlei BBS zum Thema Volksverhetzung reagiert hast. Also wo habe ich, bevor du irgendwas gesagt hast, schon 10 Videos gemacht? Das ist einfach nachweislich ebenfalls gelogen, Bro. Genauso dämlich ist diese Aussage hier. Ich glaube, es haben auch ganz viele Leute vergessen, ne? Ich glaube, es haben auch ganz viele Leute vergessen, dass die Leute, die diese Antifeminismus-Kampagne gegen mich seit Monaten fahren, teilweise selber schon über Monate, teilweise sogar über Jahre schon auf Twitch gesperrt waren, wegen belästigendem Verhalten und sich aus dem herausgeklagt haben. Ja, auf jeden Fall. Aber in meiner Narrative haben es irgendwie ganz viele Leute wieder vergessen. Ja, Skurrus war über Jahre gesperrt, aber ich verstehe hier ehrlich gesagt den Punkt nicht. Er ist ja vor Gericht gegangen und wurde dann ja quasi freigesprochen. Also ein Richter hat entschieden, nein, Skurrus hat nichts falsch gemacht. Also was genau ist jetzt dein Punkt? Dass Skurrus über Jahre fälschlicherweise auf Twitch gesperrt gewesen ist? Hä? Also, die checkt nicht mal, was sie sagt anscheinend, denn das ist ja schlecht für Twitch und nicht für Skurrus. Sie dreht sich wirklich alles so, wie sie es braucht. Aber ganz wichtig nochmal, Schöke hat noch nie gelogen und ist ja auch generell ein toller Mensch. Aber warum bin ich jetzt eigentlich misogyn? Sich über meine Beziehung... Ganz kurz, was ist misogyn? Was ist misogyn? Frauenfeindlich, okay. Was denn sonst, weißt du? In der Schule lernt man sowas natürlich. Status Gedanken zu machen oder mir Dating-Anfragen öffentlich zu schicken, um mich zu demütigen, ist misogyn. Ach so, ja. Aus Spaß nach einem Essen zu fragen, ist so misogyn, Alter. Unfassbar. So frauenfeindlich, ja, stimmt. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber wie sieht's jetzt eigentlich aus? Gehen wir mal essen oder eher nicht so? Weil ich saß ja wirklich. Ich habe seit Februar, habe ich mich immer wieder hingesetzt in meinen Stream. Und habe immer wieder gesagt, hey, hit me with Kritik. Oh, du fragst nach Kritik. Ja, das ist echt toll. Ja, weißt du, Schöjung? Der hat doch schon 30.000 Videos darüber gedreht. Ja, noch besser wäre es aber gewesen, wenn du die letzten 11 Monate nicht jeden weggeblockt hättest, der dir im Stream Kritik gegeben hat. Jetzt mal ohne Witz, ich habe im Stream mal gefragt, wer von Schöjung denn blockiert ist. Und 80% meiner Zuschauer haben gesagt, dass sie gesperrt sind. Es ist gar keiner mehr da, der dir vernünftige Kritik geben kann, weil die alle gesperrt sind. Ja, dann kommt ihre Aussage, ja, die kommen eher alle von KuchenTV, das sind alles Hater-mäßig. So, das ist öfter mal nach Kritik, aber wenn 50.000 Leute auf deiner Blogliste sind, die dir alle schon Kritik gepostet haben, da muss man sich auch nicht wundern, wenn man da nichts mehr bekommt. Vor allem ist der Twitch-Chat doch auch nicht die richtige Möglichkeit, um dir Kritik zu geben. Die Videos hier beispielsweise sind doch viel besser, weil ich das Ganze ja vernünftig aufarbeite. Leute schreiben dann kurze Kommentare, wo sie sagen, was sie an dir nicht mögen. Du interpretierst da sowieso irgendwas Falsches rein oder kannst dich nicht an irgendwelche Sachen erinnern und sagst dann, nö, das ist aber gar kein Punkt. Also wenn du auf Kritik eingehen möchtest, dann guck dir doch dieses Video hier an, denn hier habe ich so viele Lügen von dir in diesem Video drin, dass das eigentlich reichen sollte als Kritik. Ich habe mir die Beiträge ja angeschaut. Leute sagen mir, hey, reagier doch auf die Kritik. Und ich bin halt jedes Mal so, okay, was ist denn die Kritik? Ja, ich habe das im Skript falsch gemacht. What the fuck, Digga, hä? War kein Bock, neu aufzunehmen. Also, Shoyoka, wenn du so unbedingt Kritik willst, ich gebe dir seit 11 Monaten Videos, wo ich dich kritisiere. Und selbst wenn du sagst, ja... Die hat sich diese Videos gar nicht angeguckt, glaube ich mal. Also jetzt mal for real. Okay, die Kritik ist aber nicht gut, dann kannst du ja trotzdem darauf eingehen und das Ganze einfach mal richtigstellen, oder nicht? Sollte ja dann eigentlich kein Problem sein. Was kann ich abschließend dazu sagen? Shoyoka lebt halt wirklich in ihrer komplett eigenen Welt. Sie verdreht alles komplett, sie lügt am laufenden Band, interpretiert immer irgendwelche falschen Dinge rein und sie ist trotzdem immer noch diejenige, die sich komplett in die Opferrolle stellt. Ich komme darauf halt wirklich nicht klar. Sie ist einfach der weibliche Drachenlord. Und trotzdem bin ich für Shoyoka der Böse in dieser Geschichte, ne? Ey, ich fass es nicht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks. Also, real talk. Wie gesagt, ich find's ja immer lustig, wenn die sich so beefen, Digga. Oh, man sieht Axel, Digga. Aber es ist so Quatsch. Das ist so Quatsch. Vor allem, ich weiß, also,
Ich hatte ja auch selber manchmal so Situationen, wo ich jemanden in meinen Videos erwähnt habe und ich musste dann mit denen diskutieren. Und es ist so schlimm, mit jemandem zu diskutieren, Digga, der seine Fehler nicht mehr einsieht. Ich verstehe es auch. Ich schreibe dann so, hey, yo, okay, ich verstehe das, du willst nicht in dem Video zu sehen sein und so weiter und so fort und bla bla bla. Aber, weißt du, dann versuche ich irgendwas zu erklären, so nach dem Motto, wenn du dich schon öffentlich stellst, dann musst du auch irgendwie damit klarkommen und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Und dann kommt's, Digga. Dann weißt du wirklich, manche Menschen, die wollen gar nicht lernen, Digga. Die sind so wie in ihrem eigenen Ding drin und sagen und denken, alles, was jemand anderes sagt, ist falsch und die wollen mich nur beleidigen und die wollen mich mobben und so weiter und so fort. Und du kommst einfach nicht durch und es ist so schwierig, gegen solche Menschen durchzudringen oder gegen die überhaupt irgendwas zu sagen.